Was macht ihr denn hier? Oh, hallo. Das ist mein neuer Standort. Ich glaube, er ist prima. Ich habe weit und breit keinen anderen Laden gesehen. Weißt du, wie man das nennt? Monopol. Hey, vielleicht wäre das ein gutes Spiel. Was denkst du? Ja, aber wie seid ihr hierher gekommen? Mein Laden hat Räder. Oh, wie praktisch. Möchtest du noch eine Wundertüte haben? Ich geb sie dir für Geld. Leider habe ich gerade keine Zeit dafür, aber hey, was haltet ihr davon, Sachen in Oberasposien zu verkaufen? Sind da viele Leute? Ja, es soll eine große Hinrichtung geben. Ich meine, nein, keine Menschenseele wird da sein. Ihr werdet der Einzige mit einem Laden sein. Der Rest wird hingerichtet. Also, wenn ich es nicht verhindern kann. Ha, du appellierst an den Geschäftsmann in mir. Steig ein. Wow, das sieht nicht gut aus. Ich frage mich, wo Laura ist. Du hirnverbrannter Vollidiot! Kannst du es nicht begreifen oder willst du es nicht begreifen? Laura? Sie muss da irgendwo sein. Ich habe es dir doch die ganze Zeit gesagt. Conroy hat die Basilen gebaut, um die Macht an sich zu reißen. Er hat euch die ganze Zeit zum Narren gehalten. Genug! Ihre Eminenz Abt Conroy würde das niemals tun. Du hast den Basilenkopf selbst gebaut. Und du wagst es, diese Scheußlichkeit hierher zu bringen? Warum sollte ich Basilenköpfe bauen? Die Wahrheit hängt buchstäblich vor deiner Nase. Und du weigerst dich, sie zu sehen. Du willst die Wahrheit nicht sehen, oder? Du hast Flötennasen und dir ist einfach jedes Mittel recht, um sie loszuwerden. Ruhe! Ich... Ach, du... Du wirst mit ihnen untergehen. Sie alle werden untergehen. Ihr alle werdet am Grunde dieses Brunnens verrotten. Moment, Moment. Aber wenn du eine Flötennase bist, dann vernichtest du deine Familie. Du kannst doch deine Familie nicht umbringen. Sie haben mich verstoßen. Conroy hatte recht als er. Conroy ist ein Monster. Conroy hat mich gerettet. Er hat uns alle gerettet vor diesem Abschaum. Und nun werde ich diese Welt vor ihnen retten. Und wenn Conroy wieder da ist? Was dann? Oh, dann brechen goldene Zeiten an. Zunächst wird er mich zu seiner rechten Hand ernennen. Dann werde ich seine rechte Hand. Warum eigentlich nicht die linke? Emil ist eine Flötennase. Emil ist eine Flötennase. Ich muss mich beeilen. Laura kann ihn nicht ewig aufhalten. Ich muss es allen erzählen. Oh nein, sie werden mir nicht glauben. Denk, Robert, denk, denk, denk. Oh, ich kann das nicht. Ich wusste, dass ich das nicht kann. Nein. Robert, reiß dich zusammen. Du bist der König. Du kannst das. Wer ist der König? Ich bin der König. Sie sind der König? Was? Nein. Naja, nein, ich bin nicht der König, noch nicht. Egal. Emil ist eine Flötennase, das müssen alle sehen. Nur so werden sie mir glauben. Da hinten wird er gleich reden. Aber wie komme ich überhaupt zum Brunnen?